Auch ich möchte Sie recht herzlich begrüßen hier bei meiner ersten Ausstellung in Hamburg. Herr Nouri, herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier in der Pashmin Art Gallery auszustellen. Ich bin wirklich überwältigt von der Galerie, von der Möglichkeit, hier meine Bilder zu hängen und zu zeigen. Ganz toll. Ich rede im Sitzen, weil mir ist ein kleines Missgeschick noch passiert. Ich habe mir bei einem Spaziergang bin ausgerutscht und habe mir meine Kniescheibe gebrochen. Also deswegen bin ich jetzt hier im Sitzen. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich riesig, hier zu sein und Sie alle zu begrüßen. Herr Schütt, ich möchte mich für Ihre einführenden Worte sehr, sehr herzlich bedanken. Es war sehr einfühlsam und hat mich sehr berührt. Und ich habe das Gefühl, Sie haben meine Bilder auf Ihre ganz eigene Art und Weise erfasst und auch so, wie es passt für mich. Also ich finde es sehr spannend. Sehr spannend, in der ja, auch kurzen Zeit, in der wir das Gespräch hatten, das sehr intensive Gespräch auch. Vielen Dank. Ja, und ich denke, das meiste wurde schon gesagt zu meinen Arbeiten. Ich wünsche jetzt allen Besuchern viel Freude mit meinen Bildern. Ich bin noch ein paar Tage in Hamburg und bin gespannt, was sich hier noch ergeben wird. Mit weiteren Besuchern und Kunstinteressierten. My paintings and drawings are always an emotional response to my personal life, my feelings, experiences, impressions. When I lost my son in a tragic accident on a train track, my heart froze as it didn't want to feel the pain. But I had to heal somehow. I bled the grief out on paper and canvas. Finally, I quit my job. I didn't want to do anything else but paint anymore. Step by step, I found myself in the art world. Time flew by and I was invited to exhibitions. First in the Black Forest, Germany, then in Chicago, United States, and finally in China. My art gave me the opportunity to visit foreign places and get a glimpse of exotic cultures. In 2018, I was invited by a friend and she showed me around so I could immerse myself in the Chinese art scene and culture. It was my first trip to China, my first trip to Shanghai. Everything was new and unfamiliar to me, but at the same time I felt that I knew this place, knew this culture so well. Something happened on this trip to Shanghai that I still can't explain. I have been to an old museum village near Shanghai. I met this woman. I saw her from behind first. Suddenly I felt a strange attraction, a sense of belonging. I longed to talk with her. It felt as if I knew her very well, like a sister or a very close friend. She must have felt the same energy,
because she suddenly turned around, smiling at me. Then she came over to me, hugged me like a friend, smiled. Her friends took pictures of us, mine likewise. I was happy. It was like finding again something precious that was lost. But I couldn't ask her for her name. I don't speak Mandarin. She didn't speak English. And then we went our separate ways again. The years went by and the memory on this encounter faded. Until COVID changed everything, especially the art world. No exhibitions anymore. Hard lockdowns and quarantine. I had to think of that woman again. There was this incredible sadness, a longing. I wished I could just call her or write to her. I have two wonderful sisters. Why did I miss this Chinese woman so much? It felt as if I had lost a third sister. I don't know what this means. I don't know if this spiritual connection I felt is real. I just know that some people just feel like home. You feel you belong to them, and you cannot explain it. Somewhere out there is a woman. Maybe she sees the world exactly like I do. Maybe she feels like me. Maybe she is a painter like me. Maybe one day I'll meet her again. Knowing that this woman is out there makes me happy and inspires me. It makes me feel that we're all connected somehow. Es war ein kleines Filmteam, also ein Mini-Filmteam, aber wirklich klasse Leute. Darunter die Drehbuchautorin, die sehr wichtig ist, die das Drehbuch geschrieben hat, die Iris May. Dann meine Tochter Raisa mit ihrem Mann, Raisa Axmann und Simon Rottler, die den Film gedreht haben und geschnitten auch vor allem, was ja auch sehr viel Arbeit macht. Genau, und dann noch bei unserem Tonmeister, dem Rüdiger Geismar, bei dem ich dann im Tonstudio die Stimme am Schluss aufsprechen konnte. Genau. Ab wann ist dieser Film dann zu sehen? Der Film ist tatsächlich ab morgen, am 12. Juli auf YouTube zu sehen. 2019 war ich in China, in Shanghai, und hatte da in einem Museumsdorf in der Nähe von Shanghai eine rätselhafte Begegnung. Also ich bin einer Frau begegnet, wir haben uns beide sehr berührt, das habe ich gespürt, sie hat mich angeschaut, ich habe sie angeschaut, wir gingen beide dann gemeinsam wieder raus in den Hof und haben uns dort beide in den Arm genommen, was ja auch ungewöhnlich ist, und viel gelacht, weil wir konnten ja uns nicht verständigen. Also es war wirklich eine nachhaltig berührende Bewegung. Wir haben uns dann verabschiedet, ohne den Namen zu kennen, sie hat nur Mandarin gesprochen und nicht nur Englisch, also wir konnten uns nicht verständigen. Ihre Leute haben Fotos gemacht und meine auch, und so habe ich jetzt eben die Fotos als Zeugen von der Begegnung. Ja, dann ging ich nach Hause und das
Und letztes Jahr, 2020, kam die Geschichte wieder hoch und die auch wirklich so, dass es mich nachhaltig berührt hat und ich auch eine gewisse Traurigkeit verspürt habe. Ich habe dann ein Vermissen tatsächlich und dann habe ich eine Freundin oder Bekannte, die Drehbuchautorin ist, von der Geschichte erzählt und sie hat dann gemeint, ach, das gibt doch eine interessante Kurzgeschichte. Und so ist der Film entstanden. Dann hat meine Tochter, die Fotografin ist, ihr Mann, die haben den Film gedreht. Ein Freund von uns ist Musiker und hat ein Tonstudio, da hat dann den Ton aufgenommen, also die Stimme. Und ja, so ist der Film dieses Jahr im Februar gedreht worden. Genau, und Mitte März abgeschlossen. Und heute hier bei Paschmin haben wir die Premiere. Und da bin ich richtig stolz drauf. Und möchte mich natürlich auch bei der Mini-Film-Crew, es war ja wirklich eine Mini-Film-Crew, herzlich bedanken. Super. Insgesamt eigentlich auch, also dieser Film beinhaltet hier Ihren kurzen Lebenslauf und Ihre künstlerische Werdegang. Ganz kurz am Anfang, genau, weil gehört natürlich dazu, auch der Tod von unserem Sohn. Ohne diese Geschichte würde ich jetzt nicht hier sitzen als freischaffende Künstlerin. Gehe ich davon aus, weil die Geschichte hat mich einfach in die Kunst rein katapultiert. War vorher ja schon künstlerisch affin, hatte mein Atelier zu Hause, habe Ausstellungen gemacht, aber nicht als professionelle Künstlerin. Und erst diese Geschichte dann, und deswegen gehört sie einfach dazu und deswegen spreche ich darüber am Anfang im Film, in den ersten paar Minuten, 2 Minuten vielleicht, 1 Minute, genau. Ja. War Kunst für Sie wie eine Therapie oder wie soll man das auch betrachten? Also es war früher natürlich nicht vom Tod vom Sohn, da war es einfach eine Leidenschaft. Und ich denke, nach dem Tod vom Sohn war es eine Notwendigkeit erstmal. Eine Notwendigkeit, ganz klar, ich habe ein Jahr für mich gemalt in dem Atelier, was ich dann im Außen wirklich gefunden habe. Ich habe dann ein Atelier gesucht in einer alten Ölmühle und habe dort ein Jahr lang nur für mich gearbeitet. Und klar, im Nachhinein kann man sagen, ich habe hier in diesem Jahr viel verarbeitet. Es ist viel entstanden, was ich noch nicht gezeigt habe, was zu meiner Geschichte gehört. Genau, zu diesem Unfall. Aber dann ging es natürlich langsam weiter. So wie ich auch im Film sage, dann habe ich mich plötzlich in der Kunstwelt wiedergefunden. Also ich war plötzlich drin. Und dann ging das Step by Step, also Stück für Stück immer weiter. Und genau. Wie Herr Dr. Schütt dann auch so eingangs seine Einführung dann auch so erzählt hat, man spürt hier auch so eine immense Kraft und Energie. Und wenn Sie malen, diese Energie, was Sie an Ihre Leinwand also übertragen, aha, ist das ein Meditationszustand oder was soll man dann auch, oder wie soll man das betrachten? Also im besten Falle bin ich total mit mir verbunden. Ganz klar, es ist, der eine spricht vom Flow, der andere spricht von vielleicht. Also ich bin sehr, sehr mit mir verbunden. Oder mit was auch immer. Ich bin ganz bei mir selber und dann entstehen einfach, ich denke, das ist auch ein Muss. Also so entstehen, denke ich, dann die authentischste und die echteste Werke, Arbeiten.